Hallo liebe Wölfe-Fans, am Montag müssen unsere Jungs ja in Halle zum ersten Pokalspiel ran und jetzt ist unser Trainer bei mir, Oliver Glasner. Herr Glasner, wie groß ist die Freude jetzt, dass es endlich losgeht nach der langen Vorbereitung? Ja, sehr groß. War jetzt 5 Wochen Vorbereitung, jetzt die 6. Woche und alle brennen schon drauf, wenn der Pflichtspielauftakt losgeht und dann auch gleich im Pokal in Halle schönes, enges Stadion und deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel. Sie sprechen es an, enges Stadion gegen einen unterklassigeren Gegner. Auf was muss sich die Mannschaft einstellen? Ja, im Pokal ist ja immer so, dass du einfach darum geht, weiterzukommen. Wir wissen, Halle ist eine physisch sehr, sehr starke Mannschaft, die sehr, sehr wenige Gegentore erhält. Und da brauchen wir gute Lösungen, gute Absicherung, müssen bei Standardsituationen wach sein. Und ja, eigentlich all das, was wir in Wahrheit in jedem Spiel brauchen. Und hier können wir es auch das erste Mal in einem Pflichtspiel anwenden. Und deswegen, ja, wird Zeit, dass losgeht. Wir haben auch schon mit ein paar von den Jungs gesprochen und die haben uns alle eins erzählt, nämlich, dass der Pokal dieses Jahr extrem wichtig ist für die Mannschaft. Welchen Stellenwert hat er für Sie? Ja, es sollte eigentlich jedes Jahr für jede Mannschaft wichtig sein, weil im Pokal hast du natürlich über eine relativ geringe Anzahl an Spielen die Möglichkeit, dich für die Europa League-Gruppenphase zu qualifizieren. Und von dem her ist das natürlich großer Ansporn. Hier in Deutschland sowieso ein riesen Stellenwert der Pokal. Und ich selber habe als Aktiver 2-mal den Pokal gewonnen, war im letzten Jahr im Semifinale. Und von dem her ist Pokalwettbewerb für mich immer toll. Es sind alles oder nichts Spiele und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Und deswegen, ja klar, werden wir in Halle so angehen, dass wir eine Runde weiterkommen. Bereitet man sich da auch irgendwie speziell darauf vor, also mit Elfmeterschießen-Training noch oder wie sieht es aus? Nein, sondern wir haben eine normale Trainingswoche und wollen unsere Schwerpunkte hier nochmal aktualisieren, auf den Feinschliff einfach bei den Spielern vermitteln. Und nein, aber jetzt irgendwas im Blick Richtung Elfmeterschießen haben wir nicht geplant. Wir auch nicht. Wir hoffen, dass wir es nach 90 Minuten dann gewuppt kriegen. Vielen Dank und viel Glück für Montag. Danke.